22. Februar 2019 20.58 Uhr leistungsgerechtes Remis zwischen Aalen und Großaspach. Der VfR Aalen muss in der 3. Fußballliga weiter auf seinen ersten Sieg seit Ende September 2018 warten. Der Tabellenletzte kam am Freitag nur zu einem 1:1 gegen die SG Sonnenhof Großaspach und hat 8 Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Timo Röttger, 11., hatte die Gäste in Führung gebracht. Royal Dominik Fennel, 33., gelang der ihr Ausgleich. Aalen wartet nun bereits seit 14 Partien auf einen Sieg. Punkt. Einziger Lichtblick: beim Heimdebüt des neuen Trainers Rico Schmidt vermied der VfR immerhin die 5. Niederlage in Serie und holte den ersten Punkt im neuen Jahr.